Hallo, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Grounded. Schön, dass ihr wieder mit reinschaut. Ja, Lieben, wir stehen schon wieder voll ausgerüstet und abreisebereit auf unserer Turmplattform. Letzte Folge, ein erster Blick unter den Schuppen, war super interessant und hat sich auch gelohnt, auch wenn wir nicht an die Schwarze Witwe rangekommen sind. Mit der weiteren Erkundung werden wir, wie gesagt, noch ein bisschen warten, weil da unten ja jetzt wirklich noch ein ganzes Biom auf uns wartet, bevor es dann damit der Story auch weitergeht. Denn wir haben oben im Garten ja auch noch einige Bereiche, die wir nicht erkundet haben. Und vor allem kommen wir hier oben an die Schwarzen Witwen einfach deutlich leichter ran. Die sind auch alle drei nachgespawnt. Deswegen würde ich sagen, wir machen uns direkt auf den Weg, damit wir so viele wie möglich davon in dieser Folge erwischen. Fangen mit der hier vorne an, weil das war die, an die wir auf jeden Fall am einfachsten rangekommen sind. Da braucht man ja nur hier hinten einmal rumlaufen um den Steinhaufen. Und da saß die ja schon. Und die andere oben war ja auch ganz gut, die am Autoreifen. Die konnten wir beide einigermaßen ja rauslocken aus ihren Höhlen. Und dann haben wir eben noch die allererste, die wir jetzt allererstes gemacht haben, die eben unten in ihrem Erdloch drin sitzt. Da habe ich uns aber auch wieder ein paar Leuchtfackeln vorbereitet, dass wir zumindest ein bisschen Licht uns machen können. Da unten drin dann. Und jetzt fangen wir erstmal mit der hier an. Vielleicht müssen wir ja auch gar nicht alle erledigen. Vielleicht haben wir ja auch so ein Glück, dass uns... Wie viel Gift haben wir jetzt überhaupt? Immer noch erst einmal, ne? Oder hatten wir jetzt schon zweimal? Das habe ich gar nicht mehr geguckt vorher. Ich glaube, wir haben immer noch erst einmal das Gift. Gibt es immer noch irgendwo einen Milchmolar? Wo soll der denn... Kann sein, dass der hier irgendwo zwischen liegt? Weil bei der Spinne drin waren wir doch. Und hier oben drauf hatten wir doch... Hier, der muss irgendwo da unten im oberen Teil vom Garten liegen. Okay, jetzt schleichen wir erstmal wieder hier ran. Ganz kurz gucken. Wir haben das soweit alles an, was wir anhaben wollen. Moment, wir... Hier, der muss an. Und Heckenschütze auf jeden Fall aus. Und den Barbar an, weil schießen machen wir nur für die Kleinen. So, Leute, da sind wir. Da sitzt sie auch schon. Laut Scanner müssten eigentlich alle Gift haben, aber das, ne? Weil man kann ja, wir können ja einmal auf die Fangzähne von denen scannen, wir können ja aber auch kurz auf das Superspinnengift scannen, aber ist egal, es werden trotzdem einfach immer alle Schwarzen Witwen angezeigt. Ob die Gift haben oder nicht, macht keinen Unterschied. So, da hinten saß sie doch schon. Hier vorne sitzt aber auch eine Kleine. Und eine Zecke haben wir auch an der Backe irgendwie. Wenn die Zecke geht auf die Schwarze Witwe los. Ja, tatsächlich, guck mal, die gehen aufeinander los da. Oh oh. Jetzt haben wir die Große erwischt. Halt, Moment. Kampfmodus an. Einmal kurz raus hier. Der war gut. Und auf die Nase. Auf die Schwarze Witwe. Auf die Nase. Ding, solange nicht die ganzen Kleinen einem unter den Füßen rumkrabbeln, geht das eigentlich immer sogar noch. Zauberstab haben wir ja an. Ich hatte uns eigentlich sogar noch Buff-Food gemacht. Den wir jetzt nicht mehr essen können, während des Kampfes so mal eben. Kriegt man lieber einfach den großen Trinker. So, genau. Ich glaube, wir haben ein paar kleine mehr dabei, oder? Was höre ich da krabbeln? Trinken, 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 trinken. Trink nochmal einen. Trink noch einen. Okay, wieder angreifen. Oh, 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 oh. Schnell trinken. Komm mal umkippen. Blocken bringt eigentlich sowieso nichts. Beißt ja jedes Mal durch, haben wir gesehen. Nur der perfekte Block bringt was. Ansonsten erwischt die uns sowieso mit ihrem Biss, wenn wir kein Schild haben. Schnell, schnell, schnell. Dann haben wir gleich die erste. Das war ein Verband, aber nimm ruhig ein Glied. Hau drauf. Sehr schön. Drei, Leute! Drei Superspinnengift aus unserer ersten... Schwarzen Witwe, die wir heute erledigt haben. Das reicht. Wir brauchten doch nur... Wir brauchten vier. Ne? Und einen hatten wir auf jeden Fall. Wie gut. Wie super gut. Wie unglaublich. Fantastisch. Super gut. Leute. Eine Spinne. Das ist
Das ist der Ausgleich. Letztes Mal mussten wir 3 Spinnen verdreschen für einmal Gift. Und jetzt verdreschen wir genau eine Spinne für 3-mal Gift. Genauso soll es sein. Was ist denn das für ein Marker da? Das weiß ich selber nicht. So. Okay, Leute. Das ist natürlich richtig, richtig gut. Trinken wir jetzt hier... Das war wieder einer von den Guten. Egal, trink ruhig auch einen von den Guten. Macht nichts. So. 3 Stück, Leute. 3 Stück. Okay, das heißt, wir... Alles andere haben wir ja, ne? Wir bauen... Wo renne ich überhaupt hin? Ne, ist richtig. Wir sind richtig. Ich renne richtig. Alles gut. Du rennst richtig. Wir bauen uns den Dolch. Wir springen in den Burggraben. Und sammeln uns Teichmoos. Dann haben wir das Amulett und dann haben wir den Zauberstab, Leute. Wir haben den Säul. Oh, den werden wir gleich aufwerten. Und dann bin ich gespannt mit dem Betäubungswert von dem Zauberstab. Oh, wollen wir den dann? Die schwarze Witwe ist sowieso egal. Da können wir ihn ruhig dran testen dann. Dann machen wir trotzdem noch eine. Oder? Machen wir trotzdem noch eine? Habe ich den... Ja, habe ich. Habe ich den Gleiter ausgerüstet? Ja. So. Okay. Wie gut? Wie gut? Wie gut? Wie gut? Witwengift. Witwendolch. Wo? Nee. Da. 4-mal, Leute. 3 Stück aus einer schwarzen Witwe. Da ist er. So, es wird erstmal nur eine... Es wird erstmal nur eine Waffe zum Farmen. Jetzt wird erstmal nur eine Farmwaffe. Räumen wir die Spinnenbrocken ein. Den Dolch hast du jetzt aber nicht weggeräumt. Den hast du hergestellt, ne? Da oben ist er. Das heißt, wir werten die jetzt auch noch nicht... Werten die jetzt noch nicht so extrem auf. Wir gucken erstmal. Trink mal einen Schluck. So, okay. Alles klar. Mal Gift aus. Machen wir Sprinter an. Und was nehmen wir mit? Hier die Glocke. Ach so. Und hier einen rostigen Speer für die ollen Flöhe, die da oben rumeiern. Mehr brauchen wir nicht. Alles klar. Rauf geht's. Teichmoos geholt. Wir brauchen 2 fürs Amulett und 5 für den Zauberstab. Mehr brauchen wir nicht. 2 fürs Amulett, 5 für den Zauberstab. Und da... Weil, ja gut, so viel war da, glaube ich, da gab es gar nicht so viel. Ne, egal, da wird schon genug drin sein. Da wird schon genug drin sein, dass wir 7 Teichmoos zusammenkriegen da oben. Fahren wir hier lang. Guck mal, ich kann es auch schon mal unterwegs den Helm anziehen. Der Dolch reicht ja auch zum... Dem können wir die Viecher ja auch abwehren. So. Auf geht's. Teichmoos. Da unten ist schon welches. Da ist schon welches. Hat er den jetzt in der Hand, den Dolch? Ich sehe ihn gar nicht. Ja, wir haben den. Man sieht den gar nicht. Teichmoos, auf. Gucken, wie stark der so ist gegen so einen... Nicht so stark. Ist ja auch nicht aufgewertet. Au, aber die ollen Viecher sind stark. Dann nehmen wir doch unseren Säurespeer. Wartet, wartet, wartet. Oh Gott, schon wieder eine ganze Armee von denen. Wenn die so, dann sind die schon ganz schön gefährlich, haben wir jetzt nicht festgestellt. Weil wir haben unseren Rüstungsbonus nicht. Die Elend. Guck mal, wie die uns auffressen. Aufgefressen von den Teichflöhen hier, von den Stacheligen. Scheiß unter Wasser die Zauberstäbe nicht gehen. Mal hier ausbauen. So. Weg mit dir. Die sind echt nicht zu unterschätzen. Gerade in der Masse hier. Guck mal, schon wieder. So viel Lebensenergie wieder gefressen. Gefährlicher als eine schwarze Witwe, so eine gute Wasserflöhe hier. So. Nimm mal einen Verband. Trink mal lieber jetzt ein paar von den normalen. Trink gleich 3. Wir brauchen noch mehr Molare. Noch. Wir müssen unbedingt mal endlich den ersten... Bonus hier, oder ist das den ersten, nochmal weitere Punkte auf Heilung geben. Wo haben die uns denn jetzt weggescheucht?
Wir sind reingesprungen, da war doch... Oh, hier ist noch einer. Wir sind reingesprungen, da war doch gleich welches. Da ist es doch. So, dann schneiden wir ab. Da düst eins raus. Okay, eins kriegen wir aber gut. Die sieben kriegen wir hier schon zusammen. Tauch einmal mal auf. Ja. Nee, doch, haben wir. Wir sind die ganze Zeit schon unter Wasser. So. Schnaufen mal durch. Lock nicht mehr so viel Wasserflöhe an, nach Möglichkeit. Da ist schon einer. Da sind schon mehr wieder, so wie es anhört. Au! Das sind schon wieder 10 Stück. Naja, 4. Aber immerhin ganz viele. Haut ab, ihr elenden Viecher! Den haben wir. Komm, wir machen das jetzt. Sammeln das jetzt hier und vorbeigehen. Und vorbeischwimmen. Wir hauen den immer so ein bisschen im Kreis ab hier. Es werden immer mehr, es werden immer mehr. Teich, schnell. Einmal noch. 5-mal haben wir. Oh ja, guck mal, hier gibt es auf jeden Fall genug Teichmoos. Die elenden Viecher. Die lassen sich auch nicht abschütteln. Jetzt kommen sie sogar von da. Ihr Elenden, ich wollte nur ein bisschen Teichmoos. Wollen nur ein bisschen. Schnell, Piet, hau drauf. Oh, oh, das wird gleich wieder. Das wird gleich wieder wehtun. Ein. Oh, 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 das tut jetzt schon weh. Weg, 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 weg von den ollen Viechern. Wie viel Luft haben wir noch? Sieht noch ganz gut aus. So, 6 Teich. Hier wird auch irgendwo noch ein Teich muss wachsen, wo jetzt nicht so viele von diesen immer noch hinter uns her, ne? Die kannst du auch gar nicht abhängen. Die sind schneller als wir. Ich hätte doch die Flossen anziehen sollen. Lass uns in Ruhe. Dass die auch so stark sein müssen, diese kleinen Viecher. So, schnell jetzt. Ich hau noch einmal drauf. Gut, 2-mal. 7 Teichmoos. Raus hier. Weg von der Flohplage. Kämpfe ich lieber gegen die Tigermoskitos. Gegen die Tigermücke. Weil die lassen wir jetzt auf. Wir laufen jetzt so gut es geht. Einfach schnell nach Hause. Lauf, 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 lauf. Wo lockst du nach Möglichkeit nicht in die Nähe von unserer Seilrutsche? Wollt ihr abdrehen? Wäre super. Du willst nicht abdrehen, warum nicht? Sind wir beide wieder hier. Können wir von hier auch einfach runterspringen? Doch, können wir. Dann müssen sie auf jeden Fall abhauen. Von wegen. Ist immer noch da. Eine Wasserspinne auch noch gleich. Okay, Leute, wir haben das Moos. Wir haben das Moos. So nach Hause kommen, ohne vom Koi gefressen zu werden. Dann können wir das Amulett verbinden. Und... Ja, hau ab, du ranziges Vieh. Und den Zauberstab machen. Und wir müssen es noch analysieren. Das können wir eigentlich dann gleich auf dem Weg machen. Beziehungsweise, ja, das machen, beziehungsweise vorher machen. Auf dem Weg sind wir jetzt schon gar nicht mehr. Das können wir aber vorher machen. So, Geschenke gibt es keine mehr mittlerweile. Gerade noch ein paar Tage länger welche. Aber jetzt gibt es mittlerweile keine mehr. Hier, brutzel dir mal 2 davon durch und den Rest zum Trocknen aufhängen. So, sehr schön. Okay, Leute. Dann schmeißt mal den raus. I feel a little less squishy now. Taucherhelm raus. Guck mal, wie viel Schaden der genommen hat von den paar Wasserflöhen. Die haben den fast schon kaputt gemacht. So stark, was sagt unsere Rüstung? Selbst da fressen die sich gut, haben die sich gut durchgefressen. Die sind echt nicht ohne die stacheligen Wasserflöhe. Und wir haben gesehen, aber ne, auch schon wieder einige besiegt, aber es gab auch da kein Moos. Die geben einfach nichts her. Mit dem, was ich mit denen, die ich vorher schon versucht habe abzufarmen, plus die jetzt locker über 40 Wasserflöhe von den Stacheligen und nichts bekommen. Und jetzt haben wir auch unseren Witzendolch. So, einmal das Teich muss analysieren. Mal sehen, was da sonst noch rauskommt. Oder ob da gar nichts mehr rauskommt. Aber das Wichtigste haben wir ja auch.
doch, der gibt nochmal den... Der gibt den Wasserfloh, das Teichmoos. Nicht... Brauchen wir wahrscheinlich auch welches für einen ausgestopften Wasserfloh für so einen Stachligen. Okay, wieder rüber. Dann holen wir uns kurz noch ein paar Läuse, die wir uns heilen. Und dann brauchen wir den Stab und das Amulett. Mal ein paar Futterläuse oder Wiewel geholt. Ja, du sitzt ungünstig. Lauf mal weg. Lauf noch mal ein bisschen weiter weg. Nee, noch weiter. Weiter weg von unserer Basis. So, dich haben wir schon mal. Am besten auch gleich futtern. Schon mal ein bisschen heilen. So gut, dass die erste uns gleich 3 von dem Gift gegeben hat. Ich hatte eigentlich fest damit gerechnet, dass wir... Deswegen habe ich auch gesagt, gleich los. Zum Start der Folge, gleich losfahren. Ich habe fest damit gerechnet, dass wir alle 3 besiegen müssen, um dann eventuell genug Gift zu haben. Aber nee, da hat schon eine gereicht. So, noch eine Frühstückslaus. Ich höre noch eine. Und ich höre die Larve. Reicht aber auch so, Leute. Wir können es auch unterwegs ja mal ein bisschen wegbrutzeln dann. Ich will jetzt wissen, wie der Zauberstab ist. Wir legen uns jetzt hin und bauen den Zauberstab. Und das Amulett natürlich. So. Okay. Auf geht's. Auf geht's. Brauchen wir hier noch was zu essen? Stimmt, da haben wir schon unseren Frühstücksbraten. Okay, ab ins Bett. Bin ich jetzt gespannt, weil der hat den, die anderen, also den Schadenswert sind die ja alle irgendwie ne, gleich. Aber der Einzige, der so einen super, super hohen Betäubungswert hat, ist halt der saure Stab. So, Frühstück ausgiebig. Dann, das Amulett ist, müsste hier drin sein, hier war die Kiste für unsere ganzen Anhänger. Da ist es auch. So. Jetzt hoffe ich, dass wir alles haben. Das Amulett war hier dabei, ne? Sarahs Amulett. Ne, warte mal, guck erstmal den Zauberstab. Erstmal das Wichtigere. Erstmal der Zauberstab, da ist er. Saurer Stab. Kostet 5 Stück, 5 davon und die zähe Schmiere. Ist gebaut. Und unbesiegbarer Angriff, unbesiegbare Abschirmung. Und dann beides kombiniert. Herstellen. Sehr cool. Leg gleich mal an. Ach. Das repariert die Sachen automatisch. Okay, ist auch nicht schlecht. Aber ich hatte eigentlich einen Bonus auf Schaden und Verteidigung gehofft. Na gut. Habe ich vorher auch noch gar nicht drauf geachtet, bei dem einzelnen Amulett. Ah, das repariert. Na gut. Kommen wir sowieso zum Wichtigsten. Der sieht auch schon mal richtig cool aus auch. So, Amulett haben wir, das haben wir. Mach ruhig dann auch wenigstens mal den Zauberer an für den. Auch wenn wir den Zauberhut nicht aufhaben. Und der sieht, hat natürlich auch, der sieht natürlich auch richtig gut aus. Gefällt mir. Die Farbe ist cool, wie der leuchtet. Alles klar. Natürlich sofort aufwerten. Ich hoffe, wir haben genug spröde Scherben. Das ist ja der Punkt. Immer hier besonders robuste. Okay, spröde haben wir genug. Ach, da brauchen wir schon mächtiger Klumpen. Ja, auf Level 5 haben wir ihn schon. Wie haben wir den anderen auf? Der ist auf 7. Der ist auf 6. Ja komm, 5 mächtiger Klumpen. Was kosten uns denn 5 mächtige Klumpen? Den robusten. Können wir ja selber herstellen, den robusten. Brauchen wir nur Spinnenfänge immer ordentlich. Immer Wolfsspinnen jagen. Okay, stell mal her. Die brauchen ja im Moment, bis sie durchgelaufen sind. Wir probieren die dann so schon mal aus. Okay, wir haben alles dabei immer noch. Wir sind immer noch top genauso ausgerüstet wie vorher. Alles klar, dann ab nach oben. Und einmal rüber zu der schwarzen Witwe am Autoreifen. Die saß ja auch draußen.
und unterwegs schon mal auf alles Mögliche schießen, was uns über den Weg läuft, zum Gucken. Und wenn wir wiederkommen, können wir dann mit den Spatzen, können wir ihn sogar schon auf Stufe 6 dann gleich bringen. Oh, ich bin gespannt. Ich bin super gespannt. So, auf geht's. Rüber da. Dann das kleine Stück Richtung zum Reifen. Wir laufen hier außer an den Steinen so ein bisschen lang und schießen erstmal auf die Feuerameisen und Kugelkäfer, die da rumlaufen sollten. Wie gut, wie gut. Drei Gifte aus einer Witwe. Wir haben den Dolch, wir haben den Zauberstab. Es geht los. So, dann können wir gleich hinten so ein bisschen gucken, auch Richtung der Kaffeemaschine, die wir da oben gesehen haben. Aber da waren wir ja auch noch nicht. Und erstmal gucken, ob uns hier irgendwas über den Weg läuft. Hier quietscht auch immer irgendwas. Da oben. Ich frage mich auch, was das immer... Das könnte so eine Motte sein vom Geräusch her. Hier geht's auch irgendwo rein. Hier geht's auch irgendwo rein. Jetzt die Frage, wo wir... Ah! Was da wieder für ein Labyrinth auf uns wartet oder ob es uns da in den Feuerameisenbau führt. Haben wir eine Lampe denn dabei? Wir kommen jetzt mal. Safer. So viel auf dem Weg zur schwarzen Witwe. Aber jetzt haben wir ja auch schon das Gift, deswegen jetzt können wir ruhig uns ein bisschen ablenken lassen. Das ist ein Plastikdeckel einfach. Ne? Außen habt ihr irgendwann auch mal geschrieben, ganz wichtig, ich soll im oberen Garten immer auf blaue Deckel achten. Das ist doch ein blauer Deckel. Komisch, dass wir schon 100 Mal vorbeigelaufen. Genau hier. Habt ihr noch nie gesehen? Da sitzt ein Gerippe, Leute. Wie gut. Praktikantenabzeichen haben wir hier. Expeditionsmitglied erhabener Klumpen B. Stava. Abteilung Schöpfer. Datum 1. Tag des Jahres 0. Okay, der Praktikant hat, glaube ich, einen Höhenflug. Wir hören mal rein. Hör mal, in welchem Jahr befinden wir uns, o Kind der Zukunft? Du, wahrscheinlich ein Archivar der Gesellschaft, bist über eine Aufzeichnung des Dekrets aus der längst vergangenen gestolpert. Wir lassen den Satz mal so stehen. Wie sehen wir heutzutage aus? Haben wir Knochen oder Panzer? Oder beides? Oder keines von beidem? Sind wir noch klein? Sicher nicht. Sicher nicht. Halten wir uns immer noch an den Weg? Meiden wir noch die heißen Früchte und das nasse Grün? Knuspern wir das gute Fleisch und trinken die grünen Getränke? Ja, also grüne Getränke, ja, und wir knuspern das gute Läusefleisch. Ja, dem ist so, da bin ich mir sicher, da bin ich mir sicher. Und nun, falt ich verdorrt ein Klumpen, schlafe ich. Leb wohl, Kind. Okay, er hat eine Nachricht an uns direkt hinterlassen, würde ich sagen. Er wusste, er wird eines Tages hier gefunden. So, Praktikantenabzeichen. Schleppkapazität plus, und minus Bewegungstempo. Oh, das ist natürlich richtig gut. Dann das hier plus Puppenhelm plus Ameisenrüstung können wir wahrscheinlich 15 Unkrautstängel auf einmal zum Beispiel tragen. So, hier kommen wir wieder raus. Okay, das war einfach nur so ein kleiner Tunnel. Warum haben wir denn den anderen? 5 Milchmolare auf einem Fleck und einfach hier so in so einem... Wieso haben wir denn den... Nee, Moment, von wegen Tunnel, wir sind... Oh, wir sind im Paradies! Im Paradies der Milchmolare! Ich würde sagen, wie kann denn das sein, dass wir hier so einen einfachen Tunnel noch nicht entdeckt haben, weil es kein Tunnel ist? Wir stecken in der Flasche mit Milchmolaren drin. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Jetzt weiß ich, warum ihr geschrieben habt, das ist auch schon, weiß ich nicht, wie viele Folgen her, dass ihr geschrieben habt, unbedingt im oberen Garten auf alle blauen Deckel achten. Oder allgemein auf blaue Deckel achten, weil wir hatten ja auch schon mal irgendwo am Picknicktisch. Das ist ja der Wahnsinn, Leute. Wie viele haben wir denn jetzt? 8 Stück. Wie war das? Der falsche Zauberstab. Wieso haben wir eigentlich nicht unseren? Hier, machen wir den hier drauf. Wir haben jetzt immer noch nicht einmal geschossen, ne? Unseren Zauberstab.
Und ich einmal ausprobiere jetzt hier. Dafür haben wir jetzt schon Praktikanten gefunden. Wie cool, Praktikantenabzeichen. Wie cool. Kommen wir hier überhaupt wieder raus? Ja, wir kommen hier wieder raus. Was kriecht da draußen rum? Jetzt, wer wird jetzt unser erstes Testobjekt? Da oben ist, glaube ich, ein Kugelkäfer. Ja, da ist ein Kugelkäfer. Hier wird aber immer noch ein Milchmolar angezeigt. Moment mal, wo sind wir denn reingelaufen? Wo ist denn jetzt diese... Hier? Ist es das? Ja, Leute. Hier. Also jetzt mal den Helm wieder ab. Hier, blendet so. Wie gut. Wie gut. Und hier war doch auch gerade eine Forschungsstation schon. Das heißt... 8 Milchmolare, Leute. So. Wir wollten ja unbedingt nochmal auf Heilung gehen, damit die einfachen Heiltränke auch nochmal deutlich besser wirken. Und ich würde sagen, das machen wir auch. Und da könnten wir uns sogar noch Ausdauer maximal geben. Und Hunger und Durst ist ja so, wir hatten ja mal genug zu essen und zu trinken, gerade mit unserer Kohleflasche. Das ist eigentlich total unwichtig. Das ist einfach nur, das ist dann der absolute Luxus, den man sich noch gönnen kann obendrauf. Sonst würde ich aber sagen, warum nicht maximale Ausdauer? Dann haben wir das schon mal wirklich voll, ne? Ausdauer, Gesundheit, Maximum, Mutation, Maximum. Das ist dann auch schon ziemlich gut. Oder wir geben da noch mehr drauf. Erstmal, dass die Heiltränke noch deutlich besser wirken. Ja doch, wir müssen uns in allen Kämpfen, gerade Bosskämpfe stehen auch noch an. Da müssen wir uns ständig raufheilen. Da wäre schon gut, wenn die Tränke so gut wie möglich wirken. Wie aus einem so einem Schlupf im Grunde volles Leben wäre super. Das ist auf jeden Fall dann doch irgendwie erstmal mehr wert, sogar noch als ein bisschen mehr Ausdauer. Aber ich gebe trotzdem die Ausdauer, weil wir ja erstmal noch eine ganze Weile im Garten unterwegs sind, bevor wir es mit allen möglichen anlegen. Und da ist dann erstmal noch die Ausdauer besser. Da reicht, wir haben ja jetzt einmal hier drauf gegeben, eine Aufwertung, dass wir lieber trotzdem erstmal nochmal die Ausdauer nehmen für unsere ganzen Gartenerkundungstouren. Weil mit den Bosskämpfen warten wir noch ein bisschen. Außer vielleicht... Mal gucken. Es gibt immer noch so viel zu tun. Ich weiß gar nicht, wir haben ja... Die Brutmutterspinne, die Mutter, ne, die Brutmutter und dann gibt es ja auch immer noch die Gottesanbeterin. Und jetzt müssen wir erst überhaupt irgendwas finden, was uns hier mal vor den Zauberstab krabbeln kann. Man hört immer überall irgendwas, aber es kommt nichts raus. Die bleiben auch in der Erde, die verstecken sich, trauen sich nicht raus. Wo ist denn hier jetzt mal ein Probeziel? Ich will nicht einfach nur irgendwo ins Nichts schießen. Ich höre schon wieder was. Vor allem, ich höre die ganze Zeit. Ich habe einen Kugelkäfer, ich habe eine Assel gehört. Da, Feuer. Da, Kugelkäfer, Feuerameisen. So, ihr seid jetzt beide dran. Ich mache erstmal sofort einen aufgeladenen. Gucken, wie weit er überhaupt schießt. Huch. Au, ich bin selber reingelaufen. Ist das der Schuss? Ist das... Okay, prallt das ab und ritzelt noch an den nächsten ran, das wäre ja cool. Aua, aber gerade treffen, werden wir ganz schön böse erwischt. Der hat den gerade erwischt mit seinem Britzler, oder? Auf jeden Fall betäubter Ort, hier müssen wir schon genau drauf zielen, würde ich sagen. Schieß, Piet! Au! Doch, man macht schon Scheiß. Täuscht ein bisschen, weil der nochmal abprallt. Der Schuss. Lauf! Au! Aber sofort wieder betäubt. Das ist cool, wenn die aus dem Betäuben gar nicht mehr rauskommen würde. Also wenn man die dauerhaft betäuben könnte damit. Das wäre eine super Sache. Vielleicht müssen wir aber einfach noch auf weiter aufwerten. Er ist ja gerade auf Stufe 5 erst. Das reicht, glaube ich, nicht für Level 3 Feinde. Da muss er schon auf Stufe 6 sein. Wir hätten in dem unteren Garten nochmal ausprobieren sollen. Britzel.
Ich finde es so einfach cool. Die prallen auf jeden Fall ab. Ob die dann nochmal Schaden machen? Vielleicht kann man auch über Bande schießen. Wenn man die quasi an so ein Blatt schießt hier und dann... Mit Sicherheit schießt man da oben an das Blatt. Piet. Und dann prallt der runter auf die Ameise. So der Plan. Oder wir schießen einfach direkt auf die Ameise. Erstmal nochmal. Mal voll aufladen hier. Natürlich auch nur die falsche Waffe gegen den, ne? Gegen die Feuerameisen mit Säure. Da wissen wir schon, dass sie super anfällig sind für den frischen Stab. Trotzdem ist der Betäubungseffekt schon nicht schlecht und ich finde auch so den Effekt gut, auch mit dem Abprallen. Ob man die wirklich vielleicht über Bande dann verschießen kann? Wir bräuchten irgendwas, was nicht jetzt zufällig nicht auch resistent ist gegen die Säure, so wie jetzt ausgerechnet die Feuerameisen. Und wahrscheinlich muss er wirklich auch Stufe 6 mindestens sein für die Level 3 Gegner. Was haben wir hier noch? Eine Assel? Es hört sich nach Assel. Da unten ist eine Assel. Die kriegt mal einen Probeschuss. Wenn er den erwischt, der braucht ja ewig, bis er da ist. Und da hinten aber noch einen Nashornkäfer. Und da haben wir ein riesiges Gerippe, Leute. Was liegt denn hier? Ein Maulwurfskelett oder irgend sowas? Okay, die Assel haut dafür aber ordentlich aus den Socken. Für die Assel ist das richtig gut. Oh, gegen die Assel ist das... Oh ja, guck mal, du auf den Rücken geschmissen. Jetzt nochmal ein aufgeladener hinterher. Oh, was hat uns denn da jetzt erwischt? Tatsächlich unser eigener aufgeladener Schuss kann doch nicht sein, oder? Aufpassen, Pete. Irgendwas erwischt uns da auf jeden Fall. Das kann nicht sein. In den anderen Zauberstab können wir auch mitten reinlaufen. Sogar in die Säure. Also in das Brutzeln von dem Feuerstab. Da liegt ein riesiges Gerippe und da klebt ein Kaugummi drin. Das haben wir noch nie gesehen. Das war noch nie vorbeigekommen hier. Meine ich. Von was haben wir denn... Kriegen wir jetzt hier so viel... Kann nicht sein, dass wir uns von unserem eigenen Zauberstab jetzt hier Schaden bekommen. Macht Laune auf jeden Fall. Ich finde die Farbe einfach super. Gucken wir mal, was hier unten liegt. Wie war noch ein Kaugummi? Was bist du? Nee, guck mal, das ist... Nee, ein Maulwurf ist das nicht. Das muss eine Ratte sein. Guck ich mal den Schwanz hinten an. Das ist ein Rattengerippe. Oh ja, guck ich auch mal den Kopf an. Ja. Sieht rattig aus. Ja, ein Rattengerippe liegt hier rum. Zum Glück nur noch ein Gerippe. Das wäre, glaube ich, ein ultimativer Endgegner. Ratte und Vogel. Ratte und Kriesus. Kaugummi nehmen wir natürlich mit. Und dann würde ich sagen, wir sind auf die Uhr, müssen wir langsam zum Ende dieser Folge kommen. Dann sind wir gar nicht mehr bis zum nächsten schwarzen Wipfel gekommen jetzt. Ist hier aber auch gar nicht so wichtig. Jetzt gucken wir uns erstmal noch ein bisschen weiter im oberen Garten um und genießen den Weg rüber zur nächsten schwarzen Witwe. Ich würde sagen, vorher gehe ich nochmal nach Hause, mache noch einmal die Taschen leer. Dann werten wir den Stab noch einmal auf Stufe 6 auf. Auch nicht zu unterschätzen. Ja, mal gucken, wie das, wenn der auf Stufe 6 ist. Man kann den öfter nacheinander abfeuern als die anderen. Jetzt hängt er da fest. Super. Au! Er sagt, was du kannst, kann ich schon lange. Ich glaube, wir haben sein Steinchen gerade abgeschossen. Den nehmen wir jetzt noch mit. Nee, er wirft es da oben gegen. Das ist ein Gebritzel hier. Wir müssen den mal auch in einem Ameisenbau oder sowas ausprobieren, wo wir halt in schmalen, geschlossenen Gängen stehen.
Oder im Termitenbau. Nur um zu gucken, ob das, ob die Abpraller, ob die das... Weil das wäre natürlich cool, wenn das wie so ein Kettenblitzzauber wäre, so ein bisschen. Dass die, dass halt die Abpraller auch nochmal alle anderen, die da sind, erwischen. Wenn man dann in so einem Gang dann losschießt und ganz viele Kugeln losjagt, dass das dann doch ordentlich Schaden nochmal gibt. Das müssen wir mal ausprobieren. Das machen wir aber in den nächsten Folgen. Ich würde sagen, einmal kurz nach Hause und dann geht's weiter mit unserer Tour vom oberen Garten. Hinten an der Kaffeemaschine möchte ich dann erstmal weitermachen und da ein bisschen umgucken. Nebenbei bereite ich natürlich immer Material vor, so gut es geht, für den weiteren Ausbau. Es sind schon wieder einige Federn zusammengekommen. Also mal gucken, wie weit wir dann vielleicht auch da noch weiterkommen mit unserem Dach. Das entscheiden wir ja immer so ein bisschen spontan. Und uns hetzt ja auch keiner. So, ihr Lieben, wie immer, vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Zusehen. Macht's gut, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Folge.